Also gut, die meisten sind zurückgekommen. Das freut mich doch jetzt außerordentlich. Einige von Ihnen sind ja schon vor einem Jahr hier gewesen. Da konnten Sie sich gemütlich zurücklehnen und via Tango-Einlage eine Prise Erotik genießen. Na, ganz so einfach ist es diesmal nicht. Die Veranstalter haben sich was anderes ausgedacht. Eine Art Motivationstraining. Pause. Motivationstraining, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, denken Sie wahrscheinlich. Eines dieser Trainings, das so Mitarbeiter und Belegschaft und Führungspersönlichkeiten bei Laune halten soll, sie zu Höchstleistungen anregen soll. Nein, ich kann Entwarnung geben, Sie müssen jetzt nicht ganz unmotiviert oder angewidert den Saal verlassen. Ich garantiere Ihnen, Sie müssen nicht über heiße Kohlen laufen, Sie müssen kein Dominanztraining mit Pferden absolvieren und Sie müssen nicht beweisen, dass Sie mit Ihren Kehlköpfen Eisenstangen bewegen können. Das hat ja Holger Rust heute Morgen sehr gut gesagt. In dieser Disziplin, da tummeln sich genügend selbsternannte Heilsbringer und Gurus, die dann den Führungspersönlichkeiten das Geld aus der Tasche ziehen. Wir machen ganz was anderes. Die Veranstalter haben sich, sagen wir mal, einen identitätsstiftenden Entertainment-Event ausgedacht. Und wenn wir jetzt herausgefunden haben, dass diese kumulierten roten Krawatten hier keine PR-Guerilla-Aktion von Denner ist, sondern eine von Cambly, dann haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, ob diese gelben Taschen unter Ihrem Sitz, schauen Sie mal unter Ihrem Sitz, ob diese gelben Taschen nicht eine PR-Aktion, Guerilla-Aktion der Post sind. Nein, so ist es auch nicht. Sie brauchen das Instrument, das darin steckt, für The Drum Café. Bitte begrüßen Sie mir The Drum Café.
probably the largest orchestra that has ever played in this building before. So we're going to give you a short introduction on how to use the drum. It's called a djembe drum. This is Alphonse. He will give you some instructions which will help you to play the drum and will teach you also to minimize the damage to your hands. Over to Alphonse. Hello, everybody. How are you today? Cool. Very simple. You play after me. Okay? Are you ready, guys? Yeah. Everybody, let's give our hands a little shake and rub it together. And now your wrists a little bit like that. You should see that from here. That looks fascinating. Okay, and the other direction. And now your
your shoulders a little. Relax them. And now your arms like that. Do not worry about the person next to you. Okay, now, everybody hold the arms in front of you like this. And turn to the person on your right. And you can very little shoulder protection. Shopping like this. Very good. And shake your hands out there. All right. Great. And hold it like that. And wrist. That really does look fascinating from up there. And the other direction. And shoulders. Okay, now hold your arms in front of you and stay. Face the left hand in front. And a little bit of left arm. And now a little bit of chopping. Okay, and face the front. Thank you.
wieder mit dir. Sie gehen noch. Ja, wir müssen dort bleiben. Wir müssen dort bleiben. Wir müssen dort bleiben.
morning. I would just like to say that drumming has been used in Africa for many thousands of years because it's a very powerful way to get people to connect with each other and to feel how the group energy has the power to lift everybody up. And that synergy between an individual and the group is the reason why drumming is used in celebration, in mourning, before battle, whenever people want to feel how group energy can transform them. And where this group is appropriate for what you're doing today is that in order for this to work, we need only two ingredients, and that's an open mind to drop your judgments and give something a chance, and secondly, your enthusiasm. And with those two ingredients, you can see what we create here today. Thank you for sharing your energy with us, and we wish all of you a massive success. Thank you very much. Noch was lernen von Ihnen. Im schlechtesten Fall sind Sie jetzt auf den Rhythmus gefahren und denken, ach, diese Übungen, die sind jetzt gar nichts für mich. Ich habe mir sagen lassen, Sie können beruhigt sein. Die Königin Elisabeth II., die konnte das nicht viel besser. Und für die anderen im besten Falle hat es Spaß gemacht. Und Sie übersetzen dieses Gefühl von einem Monsterkonzert das nächste Mal, wenn Sie den Takt angeben müssen. So oder so, denke ich, die Finger sind jetzt warm genug für die Apero-Häppchen und die Apero-Gläser. Ich übergebe aber ganz zum Schluss noch an Ihren Gastgeber, an Heinz Littke, und bedanke mich fürs Kommen und fürs Bleiben und wünsche einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Also statt Trommeln lasse ich jetzt Blumen sprengen. Sie haben das wunderbar gemacht, das war spitze. Und vor allem etwas hat mir gefallen, Sie hat einmal nicht über die Vogelgrippe gesprochen. Ja. Herzlichen Dank. Könnte ich Ihnen jetzt meine Botschaft auch trommeln? Also ich bin ein bisschen verwirrt von der Erschütterung. Ich muss jetzt meine Notizen nehmen, sonst vergesse ich Ihnen das Wichtige zu sagen. Also was ich nicht vergesse, ist, dass ich Ihnen ganz herzlich danke, dass Sie gekommen sind. Das hat mich sehr gefreut, uns alle gefreut. Wieder ein voller Saal. Ich hoffe, das Gleiche, was Frau Spöri heute Morgen gesagt hat, dass Sie mit vielen guten Ideen nach Hause gehen. Ich hoffe sehr, dass die dazu führen, dass sich einige Firmen unter Ihnen, die sich schon fit fühlen, da mitzumachen, diesen Wettbewerb stellen. Sie müssen wissen, auch die, die nicht gewinnen, gewinnen, weil sie nämlich einen professionellen Feedback bekommen, der sie weiterbringt. Nicht alle, die hier stehen, waren das erste Mal bei uns. Wir verraten nun nicht, wer dabei war. Und wenn Sie selber Lust hätten, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung als Assessor bei Esprit einzubringen, wir haben einige CEOs bei uns, wir haben höhere Kader, seien Sie uns herzlich willkommen. Vielleicht delegieren Sie jemand aus Ihrem Kader. Alle Informationen darüber finden Sie auf unserer Website. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die diesen Tag ermöglicht haben. Ich gehe jetzt nicht in die Details, es wären zu viele Namen. Aber drei Informationen muss ich Ihnen noch geben. Bitte geben Sie uns Ihren Feedback am Schluss. Der hilft uns nämlich, immer besser zu werden. Wir erfinden natürlich auch manchmal Dinge. Auf Ihrem Feedback stand nicht, dass Sie trommeln wollen, aber wir leiten Ihre Musikwünsche auf unsere eigene individuelle Weise ab und versuchen, das Beste zu machen. Am Montag finden Sie auf unserer Website alle diese Vorträge, die Sie gehört haben, in Bild und Ton mit der Präsentation. Also wenn Sie Lust haben, nochmal in den einen oder anderen hineinzuhören und Sie haben einen Breitbandanschluss, einen ADSL-Anschluss von Swisscom zum Beispiel, dann, ja, ich mache hier keine Werbung, nur damit Sie wissen, was ich meine, dann können Sie ab Montag
sich das nochmal zu Gemüte führen lassen und Sie finden dort auch viele fotografische Eindrücke des heutigen Tages. Der letzte Punkt, nächstes Jahr, 1. März, Donnerstag, gleiche Zeit, gleicher Ort, werden wir wieder hier sein. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder kommen. Passen Sie auf dem Heimweg. Ich glaube, das Wetter spielt ein bisschen verrückt, aber genießen Sie trotzdem den Apéro. Ich wünsche Ihnen gute Heimfahrt. Herzlichen Dank. Alles Gute.